Irgendwann habe ich dann mich um überhaupt nichts mehr gekümmert, meine Miete nicht mehr zahlt, keinen Strom mehr zahlt, nichts mehr. Mhm. Und dann ist es halt dann so weit gekommen, dass ich dann gesagt habe, okay, ich hau ab. Yo Leute, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video von mir. Leute, seit locker 2 Jahren ist mein Herzenswunsch, einen Obdachlosen bzw. Bedürftigen umzustylen und aus ihm so einen neuen Menschen zu machen, um ihm ein besseres Lebensgefühl wiederzugeben. Ja Leute, heute ist der Tag, wo ich mich wirklich traue, auf die Straße zu gehen und ein paar Leute anzusprechen, weil das war immer so meine Angst, jemanden anzusprechen und sagen, ey, hast du Lust bei einem Umstyling-Video mitzumachen, dass er dann sagt, so, hey, verpiss dich, ich habe gar keinen Bock da drauf. Aber heute traue ich mich, dass ich bin hier am Alexanderplatz und ich hoffe, ich finde jemanden, der prädestiniert ist für dieses Format, der auch Lust darauf hat, da mitzumachen. Wir werden nämlich ein komplettes Klamotten-Umstyling machen, wir werden zum Friseur gehen und ich bin sehr, sehr gespannt, ob wir da jemanden finden, weil das ist wirklich mein Herzenswunsch, jemanden da zu helfen. Auf jeden Fall werde ich auch einen Spendenlink machen, das ist alles unten verlinkt, dass ihr drauf spenden könnt, dass ich ihm in 1 oder 2 Monaten dann das Geld überreiche. Aber das wird alles im Laufe des Videos noch entschieden, Leute. Deswegen bleibt dran, ich bin sehr, sehr gespannt darauf und ich freue mich schon sehr. Jo Leute, was geht? Hier steht der Horst neben mir. Hi Horst erstmal. Grüß dich. Freut mich wirklich, dass er mitmacht. Ja? Und er ist ein prädestinierter Kandidat für dieses Umstyling. Definitiv. Guck mal, was für einen schönen Bart er hat. Mein Kanal heißt der Bartmann. Ja? Echt? So heißt mein Kanal, echt. Und ich habe den Leuten immer Bartpflegetipps gegeben damals, deswegen habe ich den Kanal aufgemacht. Und du hast den perfekten Bart. Er hat den perfekten Bart. Wir werden jetzt auf jeden Fall mal shoppen gehen, ja? Ein paar Klamotten aussuchen. Und dann gehen wir zum Friseur und dann gibt es erstmal ein neues Styling. Freust du dich schon? Ich bin gespannt, was rauskommt. Das freut mich. Auf jeden Fall, Horst, dann gehen wir jetzt mal los, ja? Alles klar. Okay, los geht's. Leute, wir waren jetzt gerade einkaufen. Wir dürfen im besagten Laden nicht filmen, aber wir haben echt coole Klamotten ausgesucht. Wie haben die dir gefallen? Okay, es ist okay. Die waren echt cool. Endlich mal wieder Hose, die genau passt, ohne ja. Gürtel, die also wirklich mal wieder passt. Ja, und sieht cool aus. Also die Farbe, du hast ja erstmal gesagt, dass du die Farbe nicht so gut fandest, aber sie hat dir gestanden. Habe ich es nicht gesagt? Ja. Wir gehen jetzt zum Friseur und Leute, ich bin sehr, sehr gespannt. Ich bin sehr, sehr gespannt. Was dabei rauskommt. Ja, auf jeden Fall. Und dann sehen wir uns gleich wieder beim Friseur, Leute. Peace. Wir sind jetzt im Auto. Horst sitzt hinten. Ali, mein Kameramann, der hat ihm den vorderen Platz angeboten, aber er wollte trotzdem hinten sitzen. Hallo. Wie alt bist du, Horst? Ich werde 57 in 3 Wochen. Ja? Ja. Kommst du schon immer aus Berlin, oder? Nein. Woher ich komme aus dem Donau-Ries. Wo ist das? Das ist in Bayern, aus dem schwäbischen Teil von Bayern. Seit wann bist du in Berlin? Seit zwei Jahren. Was hat dich nach Berlin getrieben? Der Süden wollte mich nicht, also dann bin ich nach Norden gegangen. Wo wohnst du jetzt aktuell? Wo ich wohne? Ich wohne im Zelt auf einem besetzten Platz in der Rummelsburger Bucht. Echt? Ja. Seit wann? Seit 13. Dezember 2018. Und wie ist es so im Zelt zu leben? Frei. Frei? Frei. Vermisst du keinen Strom und so? Nein, das Einzige, was ich vermisse, sind Toiletten. Toiletten? Ja. Und dann diesbezüglich dann auch duschen, oder? Dusche ist nicht so wichtig, da kann ich ins Weiße Kreuz gehen, aber was mir fehlt, ist einfach eine Toilette. Okay. Wo ich in der Früh gemütlich meine Sitzung halten kann und mir dann auch die Hände waschen und das ist eben nicht der Fall. Und ja. Das ist das Einzige, was mich stört. Willst du erzählen, wieso du zu dieser Situation gekommen bist oder war das eine eigene Entscheidung? Es war meine eigene Entscheidung. Und zwar aus dem Grund, ich war abgemagert auf 42 Kilo, hatte eine Körpertemperatur von 35,2 Grad. Und meine Brüder haben gesagt, entweder gehst du jetzt ins Krankenhaus oder aber wir trinken dann Betreuer aufs Auge. Mhm. Dann habe ich gesagt, na okay, dann gehe ich halt ins Krankenhaus. Mhm. Bin ins Krankenhaus gegangen, vorher noch zur AOK, weil ich war nicht passiert. Dann eben dann Krankenhaus, dann Magen-Darm-Spiegelung gehabt. Ja, dann haben sie mir gesagt, ja, harmloses Geschwür, kann man rausschneiden. Ich hatte vorher gesagt, wenn es Krebs ist, wird nicht operiert. Nein, das ist ein harmloses Geschwür, das kann man operieren, ist gleich weg. Gut, ich war außer Narkose, sehe irgendwann die Narbe, vom unterhalb vom Brustbein bis runter zum Schambein. Alles auf, oha. Komplett aufgewesen. Naja, und dann an der Entlassung. Der Doktor hat ganz gemütlich in seinem Stuhl drin
und erzählte, sie haben Krebs. Bumm. Boah. Ja, und dann haben wir halt noch wen geholt. Irgendwann habe ich dann mich um überhaupt nichts mehr gekümmert, meine Miete nicht mehr zahlt, keinen Strom mehr zahlt, nichts mehr. Mhm. Und dann ist es halt dann so weit gekommen, dass ich dann gesagt habe, okay, ich hau ab. Würdest du, wenn du könntest, wieder normal arbeiten gehen und in einer normalen Wohnung leben wollen? Nein. Gar nicht mehr? Nein, ich spare mich nicht mehr selber, ey. Ich habe erst jetzt kennengelernt, wie es ist, wenn man auf der Straße sitzt, einen Becher vor sich hat und darauf angewiesen ist, was neu kommt. Kommt was neu, ist es okay, kommt nichts neu, muss ich auch überleben. Das ist einfach so. Bräuchtest du Geld oder ist dir auch Geld egal? Natürlich brauche ich Geld. Ich muss mir was zum Essen kaufen, ich muss mir was zum Trinken kaufen, muss mir ab und zu mal irgendwelche Sachen kaufen, die ich eigentlich gar nicht will, aber die ich mir kaufen muss, weil ich sie brauche. Was hältst du von diesem Thema, wenn wir dieses Spendenkonto errichten und die Zuschauer, die machen das ja von Herz, das ist ja keine Sache, die vom Staat kommt, der Staat möchte was dafür, sondern es kommt von Herz. Die Leute, die spenden, die machen das ja nicht, weil sie Anerkennung wollen oder irgendwas wollen, sondern die machen das vom Herzen, ja, weil sie dich jetzt als Person sympathisch finden und mögen. Ja. Was würdest du von dieser Idee halten, dass wir da ein Spendenkonto errichten? Im Prinzip ganz gut, wenn wenn hier irgendwie ein Grundstück zu erwerben wäre, das bezahlbar wäre, wo man sagen könnte, ich kaufe mir das Grundstück, lad die Leute, ey, mit denen ich auf Platte zusammenlebe, mhm, und wir leben einfach auf der Platte so und richten unsere Platte, ey, so wie wir wollen, ohne dass wir Angst haben müssen, dass das Ordnungsamt kommt und Polizei kommt oder irgendein Besitzer kommt und sagt, Jungs, ihr kotzt mich an, weg hier. Wo man wirklich dann sagen kann, hier, das ist meine Platte, hier bin ich, hier will ich leben und hier kann ich sein. Mhm. Das wäre der Traum, den ich eventuell noch hätte, bevor ich das Zeitliche segne. Wir werden so ein Konto errichten, ja. Wir werden, so gut es geht, auf jeden Fall im Kontakt bleiben. Ja, musst mir sagen, wie ich dich am besten kontaktieren kann. Du kannst mich jeden Vormittag auch mal Alexander finden. Oder so, ja. Also wie wir dich jetzt auch gerade eben gefunden haben. Eben, genau. Okay. Ich komme jetzt. Barbers Pool. Let's go! Das ist ein anderer. Das bin nicht ich. Das bin nicht ich. Wow. Das bin nicht ich. Also, das so habe ich mal vor Jahren ausgeschaut. Ja. Was sagst heftig du? Na, heftig. Oh Mann, oh Mann. Wow, die werden sich auf Platte wundern, wenn sie mich sehen. Die werden sich echt wundern. Wenn sie sich echt wundern hören. Ja, das auf jeden Fall. Weißt du, habe ich schon lange nicht mehr ausgeschaut. Das steht dir richtig gut, Horst, ohne Witz. Meine Brille brauche ich, damit ich überhaupt mal. Brille, ja. Genau, danke. Guck mal mit der Brille. Jo. Hoppala. Ja. Das schaut schon gut aus, jo. Ja. Jo, anders. Ganz anders. Das ist ein ganz anderer Typ. Das ist ein ganz anderer Typ. Das schaut richtig, richtig gut aus. Das ist ein ganz anderer Typ. Ja, lass mal kurz nochmal hier so einmal rum. Hammer, Horst. Leute, schreibt mal unten in die Kommentare, wie findet ihr Horst sein Outfit bzw. seine Veränderung? Hammer krass, hammer krass. Schaut euch das Ergebnis an. Hammer, hammer Ergebnis, ja, muss ich wirklich sagen. Und freut mich auch, dass es dir so gefällt, ja? Ja. Natürlich, es schaut nur alles ungewohnt. Ja. Wenn ich in den Spiegel schaue, den kenne ich nicht, den Typen. Ja, es kann ja auch sein, dass Menschen gibt, die sagen, ey, das gefällt mir gar nicht, ich will wieder so wie der Alte sein. Ja, aber die Haare wachsen wieder. Nächstes Jahr schaue ich wieder genauso aus. Aber freut mich wirklich sehr, sehr, dass es dir gefallen hat. Wie gesagt, Leute, wir haben unten unter dem Video ist ein Spendenlink. Ich würde gerne ein paar Spenden sammeln, wirklich, und den Horst wieder treffen. Ja, du hast ja gesagt, am Alexanderplatz treffe ich dich immer vormittags. Ja. Und da werde ich dann hingehen mit der Summe, die wir da zusammenbekommen haben, damit er sich seine Träume noch erfüllen kann. Oder ja, wie gesagt, damit er erstmal gewappnet ist für den Winter, der jetzt auch kommen wird. Ja, mit Essen, Klamotten, dies, das. Ich würde dir gerne diese Freude machen. Alles und klar.
Ja Leute, auf jeden Fall, unten ist jede Spende ist willkommen, ob das jetzt wenig oder viel ist, und wird alles dokumentiert. Das heißt, ich zeige euch dann, wie viel zusammengekommen ist, und wir gehen dann nochmal mit einem Video zu Horst. Und ja, also wirklich, hat mich sehr, sehr gefreut, dass du mitgemacht hast. Natürlich. Und freut mich, dich auch lachen zu sehen. Weißt du? Natürlich, ich bin für jeden Blödsinn zu haben. Ich bin ein anderer Mensch. Ich schaue anders aus. Ja. Die Leute werden mich im ersten Moment wahrscheinlich gar nicht erkennen. Ja, bestimmt nicht. Bestimmt nicht. Sie werden zweimal nachschauen, bist jetzt wirklich du? Ja. Die haben lange Haare, lange Bart. Ja, klar. Und jetzt schaue ich so aus. Ja. Also so bin ich schon lange nicht mehr rumgelaufen. Schreibt eure Meinung in die Kommentare. Also Leute, bis zum nächsten Video. Wir sagen tschüss, oder? Ciao, ciao. Ciao.